Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23 mit unserer Karriere mit Bayreuth. Wir sind dran im Viertelfinale des DFB-Pokals. Wir wollen heute gegen Augsburg ins Halbfinale auf dem Weg zur Titelverteidigung. So, gucken wir mal gerade kurz. Ist die Frist abgelaufen? Ja, okay, gut zu wissen. Ist nicht weiter traurig. Deadline Day ist durch. Wir sind jetzt wieder im Februar und gehen jetzt in Richtung... Ja, Saisonfinale, Fragezeichen. Jetzt haben wir nämlich das Doppelding gegen den FC Augsburg. Erst Heimspiel im Pokal und dann auswärts in der Liga. So, kurz mal nachgucken. Wir haben nämlich eine Chat-Nachricht von RMB. Der möchte heute spielen. Der hat gesagt, er ist gut drauf. Gehen wir rein ins Match. Wir wollen natürlich weiterkommen. Stand jetzt sind wir ja ungeschlagen noch. So, ich gucke jetzt gerade, der Peria das letzte Spiel sehr gut gespielt hat. Darf er heute von Beginn an? Ah, wen nehme ich denn da raus jetzt? Wenn weniger. Das ist schon schwer wieder. Felides. Wäre mal eine Idee. Einfach mal durchrotieren. Wir wollen gegen den FC. Ja, natürlich in die nächste Runde. Oder schauen wir mal. Ne? Und ja, auch Assassin's Creed geht natürlich bald weiter. Keine Sorge. Es ist einfach nur gerade die Zeit einfach durch Arbeit und alles drum und dran, wir sind in Vergessenheit geraten. Das kriegen wir alles noch hin. Es geht auf jeden Fall bald weiter. Ihr habt ja aber sonst noch andere Projekte. Ihr habt da noch Battlefield Hardline. Ihr habt da noch natürlich Rainbow Six Siege läuft ja noch. Klar, FIFA läuft noch. Also ja, ihr habt ja noch ein bisschen. Ist ja nicht so, dass es überhaupt gar nichts Der große macht. Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. So, auf geht's ins Match. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und bei uns steht am heutigen Tage das Viertelfinale im DFB-Pokal auf dem Programm. Das müsste eine klasse Partie werden hier. Das Viertelfinale steht an, Wolf. Es wird immer spannender und ich glaube, es wird auch immer besser. Beide müssen heute ihre Stärken auf den Rasen bringen, müssen Leistung zeigen. Das ist eine ganz enge Geschichte. Da kurz die anderen Partien. Haben Bayern gegen die Hertha. Leipzig, glaube ich, gegen Köln. Ich habe jetzt die vierte Partie noch nicht gesehen. Ja, und wir halt gegen den FC Augsburg. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Weiterkommen. Halbfinale und so. Sie entscheiden sich für ein 4-4-2 mit Raute. Eine beliebte Taktik, weil du damit für Lücken sorgen kannst, gerade über das Tempo im Mittelfeld. So, ich habe jetzt natürlich, wird diese Mannschaft so bleiben. Piri steht Albiol hinten drin. Hier ist die Aufstellung des FC Augsburg. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Augsburg hat man vor kurzem schon mal. Das war eine ziemlich ekelhafte Partie, weil Augsburg auch eine sehr ja, schwierig zu spielen der, oder bespielen der Mannschaft ist. Aber mal schauen. Na gut, Augsburg hat eine Chance. DFB-Pokal, Viertelfinale, auf geht's. Jago. Ja, erstmal haben wir ihn jetzt. Voll in diesen Zweikampf. Ah, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber jetzt egal. Schön auf Nova. Nova! Und die erste Chance. Alter. Halte. Nicht das Tor. Unglaublich. Nicht nach 5 Minuten. Das ist nur 1-0 für den FC, für die Spielverteidigung Bayreuth. Wir treffen ja in der Champions League auf den AS Rom. Das wird auch. Wir gehen in den Strafraum. Hoppa. Und.
Und dann haben wir Glück, haben die Glück, dass wir nicht das 1-0 hier nach der Ecke machen. Ja, schade. Also schon zwei nicht ganz. Es wurde in den vergangenen Tagen viele zwei gute Chancen. Er hatte die Gerüchte mittlerweile bestätigt. Buschi, er hört auf. Er ist am Ende dieser tollen Karriere. Vanisek. Ja, das ist natürlich schade. Toller unser Siebener. Spieler vor allem. Was hat der nicht alles erreicht? Der wird eine Lücke reißen, keine Frage. 1:1 ist ja nicht zu ersetzen. Das geht nicht. Ein Riesenspieler. Oh, Glück gehabt. Ein es gibt Einwurf nach Einwurf für uns. Zweikampf, Ball im Aus. Ja, das war natürlich super, das ist, hat geklappt auch. Oh, aber es gibt so einen Spieler, den ich gerne hätte. Jetzt schimmert. Guter Vorstoß, kann was werden. Aubameyang! Tor Nummer 1 dieses Spiels geht an Aubameyang. Und damit war er eigentlich auch fast schon zu rechnen. 1:0 für Bayreuth, 18. Schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und dann ist Pierre-Emerick Aubameyang zur Stelle. Zeigt einmal mehr, warum er so ja, wirklich unglaublich gefährlich ist, auch aus der Halbdistanz. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt auf jeden Fall mal Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Die erste gute Chance und dann Jong. Aber der geht nicht. Völlig frei und dann scheitert sie doch am Tor. Der Keeper macht dann natürlich alles richtig, bleibt ruhig. Zu, hält den Ball. Ja. Das war jetzt natürlich super gelöst da. Eigentlich war das anders geplant, da wäre vielleicht mehr drin gewesen in der Situation. Es wurde ja viel über Raúl Albiol geredet. Das sah nach einer Verwarnung aus. So, das könnte Geld geben. Ja, der zweite, der tatsächlich auch unser, doch die Karriere bringen könnte, ist Raúl Albiol. So, die Frage ist, gibt er nur Gelb oder gibt er mehr? Ich glaube schon, das war Gelb. Er gibt das mal Gelb für Schirmert. So absolut vertretbar, beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. Der Konter läuft über Pierre-Emerick Aubameyang. Jetzt spielt er jetzt wieder Verletzung. Nach dieser Zacke. Erklärt. Da verlieren sie den Ball. Nixer. Sieht nicht gut aus bei ihm. Sie werden wohl wechseln müssen. So, also Augsburg wird schon mal wechseln. Müssen. Und dann was. Machen Sie jetzt gut. Völlig aber ohne Probleme kann er hier. Kein Problem, gut dazwischen gegangen. Perry, nee, Fischer was. Klasse Einsatz. Kommt aber nicht dadurch, wer so wollte. In den freien Raum. Klasse gemacht. Jetzt haben wir ihn. Erstmal. Schönes Ding. Über Rote. Ein Pass mit viel Auge. Kein Abseits. Und die Flanke hat er. Und Alter. Hat die Kugel sicher. Ja. Ja, jetzt haben wir dich gut gehalten. Hat. Vielleicht die Chance jetzt. 2-0! Augsburg macht den riesen Bock da hinten. Augsburg macht den riesen Bock. Jeder Keeper, der seinen Abwurf. Prallt vom eigenen Mann ab. Wir wollen den Lauf und der knallt das Ding einmal kurz in Knick. Damit wäre der Schritt ins Halbfinale erstmal sicher. Stand jetzt. Läuft es natürlich für Sie. Und für die Leute, die uns bei den Playlists mal genauer durchgeguckt haben, mir ist es wohl selber aufgefallen, es fehlt ein Spiel. Und zwar gegen Eintracht Frankfurt, das haben wir dann 4-2, glaube ich, gewonnen. Guter Vorstoß da jetzt. Auf jeden Fall gewonnen. Es gibt so, Freistoß für Bayreuth. Schiri kann es aber auch mal gelb geben, weil. Ja, eine ähnliche Situation, dass es schimmert, auch Geld gegeben. So.
Der Ball kommt von eben Jonas Wörner. Nee. Leichte Beute, kein wirklich starker Freistoß. War nichts wirklich. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. So, Pause. Jetzt erstmal Pause. Die erste Pause 2-0. Ist vorbei. Hat der Bayern unentschieden. Ich werde jetzt übrigens wechseln. Ich werde schön mal draußen nehmen, der mit Gelb vorbelastet ist. Nicht, dass der mir am Halbfinale, also im möglichen Halbfinale. Ja, fehlt. So ist es richtig. So, weiter geht's. Wir gehen rein in Durchgang 2. Schönes Ding. Ha. Sehr gutes Tackling, das war ja wichtig. Der wechselt jetzt doch durch. Was wird er hier geben? Also, was gibt's denn gar? Schon wieder nicht? Klar. Noch so eine Nummer und dann ist es soweit. Okay, also. Schölderup. Versucht das von da direkt? Kein guter Freistoß, der geht direkt in die Mauer. Stürmer! Boah! Der Ball geht an die Latte. Super gehalten. Und vorbei. Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Da war der Keeper noch dran, deswegen ging der auch so komisch. Der hätte wahrscheinlich sogar gepasst von Novoa. Ecke kommt. Ecke kommt in die Mitte. Ah, passt nicht. Machen Sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Eckhoff. Schiri, der hat schon gelb. War dann doch zu halbherzig. Da pfeift der Freistoß. Freistoß für was? Jetzt haben die Spekulationen um ihn ein Ende, denn sein Weg von Leverkusen. Manchester United steht fest. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es so. Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. Hoppi. Die wart den Ball. Das war natürlich eine richtig gute Gelegenheit. Wenn du so frei durch bist, da musst du mehr draus machen. Ja, der Ball kommt. Aber der erstmal weg. Schön. Fischer. Kilian Fischer. Kommt die Unterstützung. Der schön über die Außen marschiert. Gern. Und Alter, verhindert. Verhindert hier, ja, den sicheren Treffer. So, jetzt gibt er noch Gelb für Pirlo. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet Gelb. Warum hast du da jetzt Gelb gegeben? Genauso musst du in der Situation reagieren. Ich verstehe, die Gelbe verstehe ich jetzt gerade echt nicht. Was da war. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Das könnte was werden. Nächster Gegner im uns. Ja, wieder der FCA. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Sie wechseln aus. Augsburg wechselt. Jetzt der Eckball. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Gibt erneut Eckball. Die kurze Variante. Flach kommt der Ball. Ball ist erstmal weg, sie machen zu. So, jetzt kommt der Konter. Ja, doch nicht. Oder? Fragezeichen. Sterner. Sie suchen die Lücke. Kann auch da vorbei marschieren. Jetzt ist er vorbei. Die Balleroberung. Exzellentes Pressing. Oh, Glück gehabt. Ja, steht immer noch. Für den Konter. Jetzt muss er nämlich aufpassen. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter wachsam sein. Arne Meyer. Super Parade, klasse gehalten. So, wir werden jetzt natürlich wechseln müssen. Dreimal insgesamt werde ich jetzt wechseln sogar. Mal die beiden Stürmer tauschen. Und sogar noch. Ich werde sogar viermal wechseln müssen. So, Lemperle noch auf die rechte Seite. Mal ein bisschen was. Mal nutzen. Ja.
So, drei, vier Wechsel auf einmal. Ball kommt kurz. Da habe ich ja was getan in der Offensive. Blockt die Hereingabe ab. Der Ball ist im Aus, es wird Ecke gehen. Ball kurz gespielt. Ja, kommt nicht. So, und, jetzt so, und wie ist das denn in den Rhein gemurmelt? Jetzt fehlt nur noch einer und ich glaube, da geht noch was. Alter, das Ding ist ja ganz, ganz komisch reingemurmelt da. Hey, das war viel zu einfach. Auf jeden Fall Tor für Augsburg, 2-1, oder? Mal auf das Tor, nimmt die kurze Ecke und da rechnet nicht jeder mit. Drin ist der Ball. Also ganz sauber sah der Torwart aber auch nicht in der Situation aus. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Der hat eine Ermahnung bekommen, also nicht einfach. Leider nur ganz genau, hat er nichts gesehen vorher gehabt. Und hat ihm das auch klar gemacht, keine gelbe Karte, deswegen nur jetzt die gelbe. Und dann muss er das natürlich durchziehen. Jetzt können Sie entscheiden. Super, wie er das macht. Und Alter, der verhindert, der hat gesagt, dass er hat ja schon vorher die Entscheidung verhindert. Dafür ist er einfach zu gut. Da ist er da. Und wieder. Zeit ist hier nicht mehr auf der Uhr. Also jetzt müssen wir irgendwann mal das dritte machen. Nächster Ball kommt. Wir sehen den Wechsel. Nein. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Eckloff! Den Ball wieder, Alter! Also das... Dran. Wie gesagt, unter den Keeper wäre Augsburg weg gewesen. Bisher. Mokoko! Das war nicht zwingend genug. Den hält er sicher. Ja, da hat der Augsburg sich das Ding da vorher nicht selber reingeballert. Dann steht hier 1-1. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Und jetzt haben wir es. Ganz sicher. Erstmal zumindest. Keeper hat ihn, Norbert. Konter. Kommt, Lempale, kann sich durchsetzen. Wieder die Bayreuther Seite. Nix. Und jetzt pfeift er ab. Das ist der Schlusspfiff und damit sind die Gastgeber nun also ein knapper, aber verdienter Sieg gegen Augsburg. Wir stehen im Halbfinale. Und wenn du so ein Ding überstehst, wenn du dich da durchsetzen kannst, dann ist im Wettbewerb eine Menge möglich. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Also muss ich sagen, Augsburg hatte hier einen guten, sehr guten Torhüter. Der hat einmal sehr blöd ausgesehen. Hat einen Torwartfehler drin gehabt. Konnte sich die Abwehr nie so den Novoa nutzen konnte. Wichtig, dass du solche Leute in der Mannschaft hast. Und wie gesagt, beim Gegentor sah der Herr Noppert auch nicht so sauber aus. Aber okay. Es ist nun mal, wie es ist. Ja, hier das Tor, was ich eben gerade meine. Das Tor von Novoa. Vielleicht die Chance jetzt. Zum zwischenzeitlichen 2-0. Aber wie gesagt, es ist ein hochverdienter Sieg. Hertha gegen die Bayern 2-2. Jetzt weiß ich aber nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich würde gerne mal auf die Ergebnisse schauen. Hertha hat tatsächlich die Bayern rausgehauen im Viertelfinale. Damit ist Bayern jetzt schon mal futsch. Ja, und damit Dortmund haben wir ja eine Runde. Dortmund war ja eine Runde vorher, glaube ich, meines Wissens. Ja, und jetzt sind die Bayern auch ebenfalls raus. So, gucken wir mal gerade auf den Wettbewerb. Ich möchte ganz kurz mal auf den... Die hätte ich gerne vorher schon gehabt. Wir spielen jetzt das nächste Spiel in Augsburg. Genau, Viertelfinale. Genau, wir haben vorher... Sind die Dortmund rausgeflogen? Die Dortmund ist heute schon in Runde 2 rausgeflogen. Ja, ja, die sind gegen Wien Wiesbaden schon rausgeflogen, damals in der zweiten Runde. Okay. Dritte Runde war Mainz. 4-1 auswärts gepackt. Bayern kam in Wolfsburg damals weiter. Und im Viertelfinale sind sie jetzt bei Hertha ausgeschieden. Fürth, Werder, Bremen. Ja, das werden wir noch. Das kriegen wir noch, das Ergebnis. So, ich würde sagen, wir machen gleich Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's nach Augsburg.